Das ist die skurrile Geschichte des ältesten deutschen Schlagerlabels. Geboren im Kalten Krieg, überlebt in der DDR, angekommen im vereinigten Deutschland. Amiga, das ist ein Stück ostdeutschen Lebensgefühls, gepresst in Vinyl. Und eine Nachkriegsexistenz zwischen allen ideologischen Fronten. Allen Genossen klar frage ich, dass es um einen politischen Kampf geht zwischen zwei Systemen. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Wenn der Ton nicht jodelt, ist er krank. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, soll der Mann doch Schluss machen. Gestern war der Ball, da sah ich das erste Mal dich und deinen Gang. Mir wurde bang und bänger, denn du gingst auf mich zu. Die Plattenfirma Amiga ist heute für viele nur ein seltsames ostdeutsches Kulturgewächs. Die Wahrheit ist, Amiga, das ist ein gesamtdeutsches Nachkriegskind. Gegründet im besetzten Berlin vor mehr als 50 Jahren. Wer den Krieg einigermaßen heil überlebt hat, will leben, vergessen, tanzen. Schallplatten sind Zahlungsmittel auf dem schwarzen Markt. Und alle wollen nur das eine, den Swing hören, den die Amerikaner mitgebracht haben. Das zum Beispiel ist ein Plattenabspielgerät. Damit wurden früher Schallplatten bespielt. Das ist aber noch vor der Zeit von Amiga passiert. Solch ein altes Plattenproduziergerät wird nach dem Krieg mit Zigaretten aufgewogen. Es ist fast die einzige Chance, ein paar Platten herzustellen, Kunst zu machen, vielleicht eine Existenz zu gründen. Die großen Plattenfirmen liegen unter Trümmern, das lebenshungrige Nachkriegs-Berlin aber ist süchtig nach neuer Musik. Pardon me, boy, if that's a Chattanooga choo-choo. Yes, yes, track 29. Boy, you can give me a sign. Also ich will Ihnen sagen, im Krieg gab es eine Clique von jungen Leuten, so Swing-Fans, ja? Und da so wissen Sie, dass man trifft sich. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Dann gab es ein kleines Tanzcafé in der Lietzenburger Straße. Das war mehr so eine Tanzmittelding zwischen Bar und Tanzdiele. Und dort spielte in einer Combo der Billy Bulan Klavier und sang. Und da habe ich ihn kennengelernt. Und da trafen sich dann immer die anderen Swing-Fans auch so, wissen Sie. Es war so eine Clique von jungen Leuten, die eben heimlich zu Hause diese Platten hatten von Benny Goodman und so weiter, Ella Fitzgerald und was damals alles so, also gängig war. Bully Bulan und Evelyn Künecke werden zu den ersten gehören, die auf Amiga-Platten singen und berühmt werden. Noch aber spielen die Unterhaltungsmusiker in den Bars und Clubs der Schieber und der Besatzungsmächte und in den neu gegründeten Rundfunkanstalten. Einer von diesen jungen Musikern war Fred Froberg. Der kommt mit nur einem Bein aus dem Krieg wieder, nutzt seine Chance und sein Talent und steigt zu einem der großen deutschen Nachkriegsschlagerstars auf. Inzwischen wurde in Leipzig das Radio-Tanzorchester gegründet unter Kurt Henkels. Und die suchten Sänger und da habe ich vorgesungen und bin von den vielen, vielen Bewerbern mit Irma Baltuttis übrig geblieben. Wir waren die ersten beiden, die da dann engagiert worden. Und dann fing das natürlich an. Mit dem Orchester habe ich mir alle Routine verschaffen können und wurde sehr gefordert, wenn man sich vorstellt, dass da enorme Musikanten tätig waren, die dann in der Welt einen Klang hatten. Rolf Kühn zum Beispiel als weltberühmtester Klarinettist und viele andere, Horst Fischer, der Superstar-Trompeter. Da habe ich das 10 Jahre gemacht, habe die ersten Schallplattenaufnahmen mit dem Orchester gemacht im Jahr 1949, die erste. Und dann sind es viele geworden.
Es sind die großen Tanzorchester an den Sendern der Besatzungszonen, die jene neuen Nachkriegsschlager kreieren, die bald auf Platten erscheinen werden. Die spannendste Plattenfirmen-Neugründung im viergeteilten Berlin sollte Amiga werden. Doch noch ist Radio das Medium. Rundfunk ist schnell und zwischen den Musiktiteln lässt sich Ideologie gut verkaufen. Damals sitzen in der Westberliner Masurenallee noch die Russen mit ihrem Berliner Rundfunk. Die wollen in ihrem kulturellen Sendungsbewusstsein den Deutschen auch ihre Vorlieben nahebringen. Nicht ohne Erfolg. Калинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя. Ох, калинка, калинка, калинка моя. Im Sommer 1946 hat der russische Kommandant eine Idee. Er lässt Ernst Busch zum 10. Jahrestag des Spanischen Bürgerkriegs 500 Platten mit Liedern für die überlebenden Spanienkämpfer produzieren. An den Himmel breitet eine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne. Bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für mich. Ein Jahr später erhält Busch die Lizenz für eine eigene Plattenfirma. So entsteht 1947 Lied der Zeit. Etwas später das Schlagerlabel Amiga, zu Deutsch Freundin. Als erste Platte erscheinen die Capri-Fischer. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht. In der Amiga-Version erobert der Titel die Welt. Ernst Busch war der Lizenzträger, also der Besitzer. Und er ging immer mal durchs Studio, aber er hatte zu der Musik überhaupt keine Beziehung. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das war eklig für ihn so. Ja. Aber er wusste, dass wir das Geld einspielten für die Klassik. Ja. Und da hat er dann immer mal gesagt, so mit muffligem Gesicht, dann macht mal ja eine anständige Musik, damit ich was verkaufe und so. Das war die Begegnung, die ich mit dem großen Ernst Busch hatte. John Brown's body lies falling in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Aber Buschs Plattenfirma missfällt den Ideologen. Er wird 1953 enteignet. In der Nacht vor der Übernahme soll Busch im Heizungskeller noch viele wichtige Aufnahmen vernichtet haben. Aus Lied der Zeit wird der Staatsbetrieb VEB Deutsche Schallplatte. Busch war Kommunist, aber Recht hatte wieder mal die Partei, deren Loblied er einst sang. Einer der großen Stars der 50er Jahre war Julia Axen. Das ist ja wirklich aus der Anfangsphase. Waren das nicht süße Kleider? Die Prinzessmode? Prinzessform? Wohin damit? Genau. Fast zur Wegwerfgesellschaft. Süß? Ach, sind das hübsche Dinger. Dass ich die noch habe? Aber wie gesagt, ich habe ein paar Enkeltöchter, die reißen sich drauf. Das ist das begehrteste Modell. Damals sind die meisten Schlager noch ideologiefrei, gesamtdeutsch.
Ich weiß. Und das hier, finde ich, ist das Prunkstück. Dass ich das besitze, ist der Zufall, weil ich hier drin ganz alte Platten lager. Und bei dem, es gab da früher die Sendereihe Der Amiga-Cocktail in großen Abständen. Das waren ganz schöne Veranstaltungen, noch im alten Friedrichstadtpalast. Und zum Finale bekamen alle Interpreten eine große Torte überreicht. Und die war in diesem Amiga-Cocktail-Kasten hier drin. Durch die Straßen der großen Stadt gehe ich nach Haus. Die Stille der Nacht besingt Bärbel Wachholz, die gemeinsam mit Lucia Hoda und vielen anderen Solisten beim Amiga-Cocktail 1961 im Berliner Friedrichstadtpalast mitwirkte. Die Nacht ist viel zu schön, die Nacht ist viel zu schön, um schon nach Haus zu gehen. Drum lass mich bei dir sein, und lass mich bei dir sein, und lass mich heu nicht allein. Ja, das ist für Sie auch. Genau, das war's. Das waren alles Platten von mir noch. Das ist auch schon toll, weil sowas gibt's ja nun ja nicht mehr. Muss man ja vorsichtig mit umgehen. Dort unten im tiefen Tal oder du bist der erste Mann, der mir gefällt auch, Natschinski. Oder sing, Johnny, sing. Wer war denn das? Reibsch, der ist ja seit 100 Jahren schon gar nicht mehr hier, den habe ich irgendwo Erde mal gesehen. Die Erde dreht sich um die Sonne und sich selbst im All. Der Sputnik dreht sich um die Erde schneller als der Schall. Ost-West-Rivalität auf Zelluloid mutet 1962 noch höchst harmlos an. Und sieh da, es kommt ein Schlager raus. Halt sich jedoch um eines nur im Grunde an. Ist dieses Liedchen gar nicht neu, das auf der Platte steht? Alles dreht sich um Amore, überall macht sie Furore, dort nennt man sie Love und Alamut. Drück mich ganz vorsichtig aus. Aber man kann es auch sagen, der Mensch war rundum ja belastet in diesem Land. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Familien man abends gesessen hat und über Dinge diskutiert, die einen echt bewegt haben und mit denen man nicht einverstanden war. Und. Oder die Planerfüllung in Betrieben und was da alles dran hing. Und ich denke schon, dass man ganz bewusst Kultur auch benutzt hat, um den Leuten es nicht nur einfacher zu machen, um sie auch da und dort ein wenig abzulenken. Das denke ich schon. Aber das habe ich zu damaliger Zeit überhaupt nicht bemerkt oder bedacht. Ich habe mich richtig immer befreit gefühlt. Ich hatte natürlich auch den Traumjob in diesem Land, muss ich immer sagen. Kein Chef, immer selbstständig. Man musste über nichts Rechenschaft ablegen. Auch früh morgens keine, wie die Leute im Zeitungsschau hieß es. Ich weiß, ich war noch im Verlagswesen tätig. Da gab es früh die Zeitungsschau. Da musste man sich ja immer informieren lassen. Eine Welt ohne dich, wer keine Welt für mich. Wie ein Leben ohne Sonnenschein. Amiga-Platten verkaufen sich gut. Wer aber moderne Musik liebt, muss aus Leipzig, Erfurt oder Berlin-Pankow nach West-Berlin fahren. In den Jazzclub Eierschale zum Beispiel. Natürlich sind solche Reisen gar nicht gern gesehen. Im Osten gilt alles Amerikanische als dekadent. Die Coca-Cola-Kultur ist das erklärte Feindbild. Ich zum Beispiel musste mir die Genehmigung holen, wenn ich in der Waldbühne singen durfte oder wollte. Und einmal hatten sie es mir verwehrt und da bin ich trotzdem gefahren. Und da wurde ich dann, es war in der Sporthalle am Funkturm, Riesen, zigtausend Menschen oder viele tausend Menschen da und Henkels spielte, der durfte, aber ich sollte nicht. Und bin dann trotzdem gefahren und da wurde ich dann angesagt, trotz Verbot, hier Oststar Nummer 1 und so, ja. Hab dort Riesenerfolg gefeiert, das hat mir auch noch ein bisschen mitgeholfen. Das war eben schon möglich.
Das noch junge Ostfernsehen agitiert auf seine Weise für eine saubere, kulturvolle Unterhaltungsmusik. Da stehen schon eine ganze Weile zwei junge Mädchen im Laden. Sie tuscheln. Nicht gerade albern, aber na, lass ihnen den Spaß, denke ich. Vielleicht trauen sie sich nicht. Endlich entschließen sie sich. Ach, entschuldigen Sie bitte. Wir interessieren uns für Tanz. Natürlich entschuldige ich. Mache die beiden aber gleich darauf aufmerksam, dass Rock'n'Roll und überhaupt solche Geräuschplatten bei uns nicht geführt werden. Ich bin sowieso der Meinung, junge Mädchen von heute sollten ruhig noch andere Dinge im Kopf haben als nur tanzen. Die Jugendlichen in Ost und West aber haben im langsam aufkeimenden Wohlstand längst ihre Kofferradios und hören die Musik, die sie wollen. RIAS, SFB, später Radio Luxemburg. Die Vätergeneration aber setzt weiter auf Propaganda. Ich kann Ihnen kaum sagen, wie sehr ich mich darüber freue, Ihnen heute am Bildschirm direkt gegenüber sitzen zu dürfen. Ich hoffe, Sie sind genauso guter Laune wie wir hier im Studio. Was denn? Ach, da habe ich gar nicht gemerkt, dass ich verkehrt herum sitze. Im Osten wird ein Wettbewerb ausgeschrieben für das beste Anti-West-Berlin-Lied. Eins davon singt Gina Prescott. Na, dann eben so. Schließ die Badehose ein, lass das Baden lieber sein, denn der Ami schießt am Wannsee. Wenn die Sonne strahlend scheint und das Schwesterchen noch weint, fahre bloß nicht an den Wannsee. Und wer in den Westen umschaltet, hört die Insulaner. Kapitalistisch geknechtet. Darum haben wir Mayonnaise, Räucheraal und Schweizer Käse. Wir sind unfrei, versklavt und entrechtet. Darum haben wir Schmalz und Schinken und können Eier, Cognac trinken. Wir sind... Doch dann kommt Westmusik plötzlich überhaupt nur noch aus dem Radio. Die Mauer ist da. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Was willst du denn in Rio? Was willst du in Milano? Was willst du an Zambesi und auf Trinidad? Plötzlich wird der Ostschlager zur Dableibe-Agitation, zum Durchhaltelied der 60er. Drum lass doch dein Gepäck. Und fahr erst gar nicht weg. Die Liebe ist in Rio, in Grönland und am Kongo, genau nicht anders als bei uns zu Haus. Man sitzt doch gern beim Vino in Dresden und Berlino mit einer zuckersüßen Maus. Und statt westlicher Ausschweifungen gibt es für die Jugend nun... René Dubianski komponierte den Lipsi Nummer 1. Ulbricht selbst hat diesen sächsischen Gegenentwurf zum Rock'n'Roll angeregt. Das Ehepaar Seifert aus der Messestadt Leipzig fand die Tanzschritte für dieses neue Kind der leichten Muse. Für DDR-Verhältnisse beinahe ein gewagter Tanz in einer Zeit, als in vielen Tanzlokalen das Schild hängt, offen tanzen verboten. Lipsi aber bleibt ein künstlicher Tanz, ein skurriles Intermezzo. Er überlebt kaum mehr als eine Saison. Nur noch im Lipsi-Schritt. Heute haben alle jungen Leute den Lipsi gern. Er ist modern. In der eingemauerten DDR aber wächst eine neue Generation heran. Für die entdeckt Amiga auch neue Schlagersänger. Und das Erstaunliche ist, aus der Entfernung der Jahre liegt der Zeitgeschmack Ost und West schon sehr dicht beieinander. Liebe war eben schon immer wichtiger als der Kampf der Systeme. Lieb mich so, wie dein Herz es mag. Lieb mich so und nicht anders, oh nein. Lieb mich so, dann wird jeder Tag wunderbar an deiner Seite sein. Ich finde so schöne Titel wie so, naja, bis Mitte, Ende der 70er Jahre sind kaum wieder entstanden. Es waren richtig schöne, die könnte man alle heute noch mal produzieren und die wären immer noch gut und auch modern. Sicher in einem etwas
modernisierten Arrangement, also so, dass es mehr Power hat. Aber sonst sind das keine Luschen gewesen. Ich könnte dir 100 Mädchen schicken, die würden dich auch mit grauen Augen anblicken. Woher also willst du wissen, wer ich bin? In der Mokka-Mütze ist da, hat sie mich gesehen. In der Doch dann kommen die kompromisslosen Töne der Rolling Stones. Und die Alten sind entsetzt. Die Jungen aber nehmen die neue Musik begierig auf. Der erste Deutschrock entsteht im Osten. Alle Zeit drängt nach vorn, das Lebendige unregt sich. Zwischen Liebe und Zorn. Reift der Mensch und er bewegt sich auf sich zu immer mehr, was für den nicht angenehm ist, der am Hintern zu schwer und im Kopf zu bequem ist. Die Gruppe Renft aus Leipzig hat Erfolg. Sie rüttelt an den verkrusteten Strukturen. Die Funktionäre sind erschüttert. Sie begreifen den Jugendprotest als Angriff auf die sozialistische Ordnung. Die Polizei geht gegen die Rowdies und Gammler vor. Renft erhält Auftrittsverbot, wehrt sich, wird verboten, schließlich aus dem Land getrieben. Als das Verdikt ausgesprochen wird, stellt Renft geistesgegenwärtig seinen Kassettenrekorder an. Sie werden das verstehen, dass wir nicht gewillt sind, uns das auch noch musikalisch untermalen zu lassen, was Sie uns textlich vorgelegt haben. Und wir sind der Auffassung, dass damit die Gruppe Renft als nicht mehr existent anzusehen ist. Die Situation für Amiga an ihrem damals seltsamen Standort am Reichstag, beinahe im Todesstreifen, wird immer komplizierter. Die erste Aufnahme, die wir gemacht haben in dem Reichstagsgebäude, also direkt an der Grenze, das ist ja das Wirtschaftsgebäude des Reichstags. Und der Grenzverlauf lief sozusagen durch das Haus hindurch. Ja. Und wir saßen im Studio, damals noch mit meinem Streichquartett, und Grasser, dem Tonmeister, war meine erste Plattenaufnahme überhaupt. Und nachts um drei, wir waren gerade sehr beeindruckt von der Aufnahme, die wir gemacht hatten. Es war dieses Lied, als ich 14 war, ging die Tür auf. Ein Grenzpolizist kam rein mit einer Knarre unterm Arm, einen Schäferhund mit offenem Maul und sagte, fremdes Objekt auf dem Dach gesehen. Schalten Sie sofort alle Geräte aus, führen Sie mich aufs Dach, fremdes Objekt gesichtet. Und der Grasser, damals schon kein junger Mann mehr, drehte sich um und sagte, was für ein fremdes Objekt, wir machen hier Kunst, lassen Sie uns bitte in Ruhe. Und er sagte, der soll alles ausgeschaltet werden und wollte also aufs Dach rennen. Allerdings war das alles zu, da kam man ja nicht hoch und meinte da oben irgendwas gesehen zu haben. Und der Widerspruch eben von, du igelst dich da ein, produzierst da was, schmeißt dein Herzblut auf das Band und auf immer holt dich die Realität von draußen, die du ja nicht beachtest in dem Moment, wo du produzierst, holt dich so ein, dass du denkst, eigentlich alles scheiße, was ich hier aufs Band bringe. Eigentlich müsste man ganz andere Lieder singen. Ich liebe dich. Keiner sagt keinem, ich liebe dich. Aber das konnten wir früher, da brach uns das Herz, wenn wir nicht sagten. Ich liebe dich. Und wenn es ein Irrtum war, für einen irren Moment was war, und hat uns am Morgen oft bitter gemacht und hat uns auch irgendwie weitergebracht. Wer kann auch sagen, ich liebe dich. Du hast recht. Ich bin vielleicht zu. Ja, du bist zu... Was du willst, geht doch nicht. Mensch, was will ich denn schon? Alles oder nichts willst du. Na und? Hör mal, es gibt Verpflichtungen, denen muss man nachkommen. Keiner kann immer nur das tun, was er will. Vorläufig jedenfalls ist das so. Aber einfach glücklich sein. Aber nicht auf Kosten anderer. Und wenn doch!
1973 rebellieren der Film Paul und Paula und seine Musik gegen die ideologische Vereinnahmung auch letzter privater Nischen. Er fordert Glück ohne Parteikontrolle. Eine kurze Tauwetterphase unter Honecker hat das möglich gemacht. Und lass deinen Drachen steigen. Die Lieder des Films werden zu Hymnen. Die Begeisterung der Zuschauer ist so groß, dass die Funktionäre nicht mehr wagen, den Film abzusetzen. Er läuft noch heute ununterbrochen in Programmkinos. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn Stück um Stück. Das staatliche Wunschbild von der sozialistischen Jugend sieht anders aus als die widersprüchlichen Helden von Paul und Paula. Die DDR-Jugendorganisation FDJ versucht, die Jugend für sich zu gewinnen. Sie nutzt das Zeitphänomen der Singebewegung für sich und erhält massenhaft Zulauf. Die Idee einer besseren, gerechteren Welt zieht viele junge Leute an, trotz aller ideologischer Beeinflussung. Wir haben ein Recht darauf, dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Ich will beim richtigen Namen dich nennen und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Das wahre Gesicht der DDR-Jugend sieht anders aus. Viele von ihnen erkennen sich in der Musik von Gruppen wie Pankow wieder. Wenn ich in die Werkstatt komme, klärt der Lärm an meine Ohren. Und ich weine wie eine Eule, ob man dich in Eisen wolle. Pankow mit ihrem Sänger André Herzberg hat keine Chance bei Amiga. Das Rockspektakel zeigt viel zu viel DDR-Realität. Der Amiga-Chef will sich daran nicht die Finger verbrennen. Von Anfang an total problematisch. Das Erste, was die Band Pankow damals 81 gemacht hat, war ja ein Konzept. Paul Pankow sollte als Platte veröffentlicht werden, war ja populär. Und diese Live-Shows, die wir aufgeführt haben, hatten ja einen Zuspruch. Das ganze Ding war auch von uns als Langspielplatte konzipiert. Und er hat gesagt, nee, das wird nicht gemacht, das ist kulturpolitisch unmöglich, findet nicht statt. Und er hat sogar die Ansage gemacht, ja, vielleicht findet das in 10 Jahren statt, wenn sich die Politik geändert hat. Und das stimmte auch. Er hatte der dann, es ist noch kurz vorm Ende der DDR, ist die Platte auch noch rausgekommen. Zum Feierabend gibt's noch ein Bonbon, eine Versammlung um 15:30 Uhr. Mann, es ist Freitag, Kollege Chef. Du weißt doch, da essen wir zeitig. Da spricht wieder einer von Kampfauftrag, verliest seinen langen Bericht. Wir schlafen wie immer die Füße ein, da ist doch kein Ende in Sicht. Neben den jungen Wilden versuchen andere Künstler in den Nischen zu existieren, die die SED noch nicht mit direkten politischen Verboten belegt hat. Anfangs mit Erfolg. Amiga macht faszinierende Sänger und Musiker wie Manfred Krug und Günther Fischer ungeheuer populär. Sie sind hochkarätige Stars und werden geliebt. Gestern war der Ball, da sah ich das erste Mal dich und deinen Gang. Mir wurde bang und bänger, denn du gingst auf mich zu. Es war gerade Damenwahl und du sagtest leis, darf ich bitten, mir schwanden die Sehnen. Mir wurde Krug war natürlich in dieser Landschaft hier genauso einmalig wie woanders, was weiß ich, Elton John zu vergleichen wäre vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich meine, Sie wissen, was ich meine. Und es war natürlich sehr schön, weil Krug natürlich damals auch noch sehr kreativ war und unheimliche Lust hatte, was zu machen. Wie ich bin auf der Welt, ja nur für dich.
time. Mein ganzes Glück bist du allein. Alle Himmel öffnen sie. Manfred Krug geht nach der Biermann-Ausbürgerung mit seiner Familie in den Westen. Eine andere Nische ist der Jazz, lange ein Stiefkind von Amiga. Manchmal gibt es zur Beruhigung einige Alibi-Auflagen. Oft sind die Musiker begehrte Gäste in der ganzen Welt. Zu Hause aber werden sie lange totgeschwiegen. Es war ja immerhin eine amerikanische Musik. Und das hat auch zur Folge, obwohl wir das als Jazzer überhaupt gar nicht so gesehen haben oder wollten, dass wir praktisch, ohne es zu wollen, eine Opposition gegenüber dem Staat waren. Ja? Also irgendwelchen Funktionären gegenüber. Und wir hatten ja auch hier noch Ärger. Das darf man ja nicht vergessen, ohne dass man jetzt hier, das möchte ich also wirklich betonen, ich hier nicht als Opfer vielleicht. Das war damals so. Und es waren eigentlich alles gute Leute. Und wenn ich da überlege, was wir damals für eine Qualität überhaupt in der Lage waren zu erzeugen, dann ist das also ist es erstaunlich. Und so, das war eigentlich, was kein Mensch, glaube ich, so richtig registriert hat, ein Nährboden wirklich für die spätere Musikszene in der DDR, Uli Gumbert und um nur ein paar zu nennen. Günther Fischer ist in Hollywood zum Weltstar avanciert. Solche Musiker wie den genialen Trompeter Hans-Joachim Graswurm kennen nur noch Insider. So böse stampfte mein nackter Fuß den Sand und schlug ich von meiner Schulter deine Hand. In den 70er Jahren erscheinen auf Amiga-Platten Musiker, denen die DDR schon längst egal ist. Sie wollen experimentieren, alles ausleben, Geld verdienen. Die DDR ist ihnen zu spießig und zu eng. Du hast den Farbsinn vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön hier war. Also bei der war das so, die war so kaputt, dass die wahrscheinlich im Osten auf keinen grünen Zweig gekommen wäre. Das hat man dann auch gleich kurz danach gemerkt, als er dann drüben war und die Kollegen von Spliff getroffen hat. Da hat sie eigentlich ihre Intentionen ausgelebt und das war absolut das Richtige. Hörst du nicht die Nachtigallen? Drüben über dem Wasserfall? Was da rauscht, das ist er. Was da zwitschert, das ist sie. Lass uns lauschen auf das Rauschen und die Zwitschermelodie. Tango, wir tanzen Tango. Er schmiegt sich eng, oh, bei dem Gedräng, oh. Nimm meine Hand, oh, und das Kommando. Und pack mich fest an, du weißt schon wo. Humor? Na ja, Humor ist ganz gut, am besten dick und doof. Künstler wie Veronika Fischer werden Teil des Ostlebensgefühls. Zu ihren Liedern verliebt man sich, bekommt Kinder, lässt sich scheiden. Auch sie geht aus der DDR weg. Ihre Platten dürfen nicht mehr gespielt werden. Sie gilt als Unperson. Im Osten ist sie heute noch ein Star. Im Westen tritt sie in kleinen Clubs auf. Auf der Wiese haben wir gelegen und wir haben Gras gekaut. Folgen wollte mir auf allen Wegen. Blumen hat er mir geklaut. Montag hat er mir das Haar gekämmt. Dienstag gingen wir ins Kino. Mittwoch
Doch hab ich. Wie fast alle DDR-Künstler erhielt Veronika Fischer für ihre Hits pro Platte nur eine lächerliche Pauschale von 500 Ostmark. Der Staatsbetrieb Amiga aber verkaufte ihre Erfolge auch für harte Devisen. Ich bin damals 1978 bin ich mal zu Amiga zu den Chefs gegangen und habe da also meinen Unmut kundgetan. Und weil ich auch wusste, es gab einige Kollegen, die beteiligt waren. Soweit ich weiß, war es Schürbudis und Krug. Und ich hatte ja da ungefähr schon so über 1 Million verkauft, also mit den anderen CDs auch und noch mehr. Aber das wurde abgelehnt. Und das war eigentlich auch für mich ein wichtiger Grund, mit der DDR damals zu verlassen. Als viele gute Ostkünstler immer aufsässiger werden, wirft Amiga immer mehr von ihnen raus. Dafür presst die Firma Westimporte wie Marianne Rosenberg. Noch sitzt der Monopolist Amiga am längeren Hebel. Nur eine einzige Schallplattenfirma in der DDR und man hatte keine Chance, wenn man von dieser abgelehnt wurde, zu einer anderen zu gehen. Ich würde die Sache sicher anders reflektieren, wenn ich regelmäßig von Amiga abgelehnt worden wäre. Bin ich ja nicht. Ich hatte die Chance, alle 2 Jahre meine Platte da zu machen. Und die Frage, die sich heute stellt, ist natürlich die, ob ein Lektorat, was einem Textzeilen verbietet, was eingreift in den textlichen Inhalt gegenüberzustellen ist, gegenüber der Situation, die wir heute haben. Es gibt mindestens 5000 Plattenfirmen in der Bundesrepublik und eigentlich wird Kunst zu einer beliebigen Ware. Und wieder häng ich an den Drähten und die Maschine kritzelt. Beinahe im Untergrund aber hat der Ostrock einen neuen Anlauf genommen und gewinnt ein Massenpublikum. Plötzlich stand uns dann Werner Karma gegenüber mit so einem Packen Texte und ich habe mir das Zeug durchgeguckt und das war dann im Grunde das Gesamtmaterial von der Mondklamotte, also die Platte, die dann als nächste oder als erste eigentliche gemacht wurde. Und die war dann auch auf Anhieb so erfolgreich, obwohl eben viele gesagt haben, das könnt ihr vergessen, die Texte könnt ihr vergessen, das wird niemand veröffentlichen, das wird auch niemand im Radio spielen. Und trotzdem haben wir es gemacht und siehe da, das Publikum hat darauf reagiert und das Publikum hat schon immer so eine Art Schutzfunktion für uns gehabt. Und also wenn die drauf standen, konnten oft die Funktionäre auch nicht mehr allzu viel machen. Meine Uhr ist eingeschlafen, ich hänge los in der Zeit. Eine neue, eigene Jugendkultur entsteht. Irgendwann können die Funktionäre und Amiga diese Entwicklung nicht mehr ignorieren. Der Erfolg schwappt selbst in den Westen. Über 7 Brücken musst du gehen, verkauft sich als Welthit. Zwar nicht in der Originalversion der Gruppe Karat, immerhin aber in der Soft-Variante von Peter Maffay. Ostrock ist weder reine Massenunterhaltung noch pure Opposition gegen den Staat. Liegt unser Glück nur im Spiel der Neutronen. Die besten Titel sind häufig engagierte Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft in der Tradition der frühen Stones. Zu FDJ-Großveranstaltungen wie Rock für den Frieden erschienen Rocker und Publikum freiwillig und in Massen. Alt wie ein Baum wollte auch die DDR werden. Das Ende ihrer Geschichte ist bekannt. Amiga überlebte den Zusammenbruch. Erst kauft ein Kieler Gebrauchtwagenhändler die Plattenfirma, doch dann rettet Bertelsmann Ariola das Traditionslabel.
Das Beste aus der DDR, verpackt in hörgerechte Häppchen, erobert nun das neue Deutschland. Etwas mühsam allerdings. Auch wenn von den 130 Amiga-Nachwende-CDs 110 durchaus ein Geschäft geworden sind. Also alles, was mit Kultur und Kunst zu tun hat und aus dem Osten kommt, hat es natürlich im wiedervereinigten Deutschland schwer. Ob das der DEFA-Film ist, das Theaterstück, das Buch oder die Schallplatte. Und wenn wir heute versuchen, eine neue Platte von City in den alten Bundesländern im Radio zu spielen, haben wir Schwierigkeiten damit, weil der Musikredakteur sagt, nee, alte Ostbands spielen wir nicht. Das Traumpaar des Jahrhunderts, die Schlampe und der Seit 1994 gibt es überall in den neuen Bundesländern wieder Konzerte mit den alten Stars. Ihre Lieder erscheinen nun auf CDs. Die feuerroten Haare hat man mir schwarz gemacht. Ich hab den blassen Schimmer. Es gibt sicherlich ein Marktverhalten und klar, also Ostsachen sind irgendwie von Hause aus erstmal provinziell fremd für die auch und irgendwie mit dem ewigen Stempel der Ostzone irgendwie behaftet. Entweder kurios oder eben unverständlich und das ist ja auch klar, das ist ja auch irgendwie. Also ist mir schon klar, dass das eben eine ganz andere Kultur ist. Und aus der kommen wir ja. Wir waren ja im Westen die Exoten. Also die aus einer anderen Sphäre irgendwie aufgeschlagen sind. Und oh, die können ja auch Gitarre spielen und die Olle kann ja singen. Und die sieht ja auch nicht aus wie ein Ossi und so. Das war weg. Plötzlich entstand eine Konkurrenzsituation. So sind zumindest unsere persönlichen Erfahrungen mit allen Leuten, mit denen wir auf der Strecke zusammengearbeitet haben. Wenn die erstmal einen Titel unvoreingenommen gehört haben, stellen die meisten Fans, Mensch, ihr habt ja richtige Hits. Das sind ja richtig gute Nummern, die kannten wir bisher gar nicht. Und das ist auch die Sache, die mir immer wieder Mut macht, hier nicht locker zu lassen und einfach zu sagen, wir müssen es schaffen, sagen wir mal, unseren Brüdern und Schwestern auch ein paar Lieder rüberzubringen, die sie bislang nicht kannten. Langfristig kann Amiga nur mit neuen Ideen überleben, denn die Retrowelle wird irgendwann zu Ende sein. Aber fast unbemerkt erobert Amiga schon neues Terrain, zum Beispiel mit einer umfassenden Brecht-Edition. Und irgendwie kommt das Label so wieder bei seinen Wurzeln an, denn schließlich begann die Amiga-Story einmal mit dem Brecht-Schauspieler und Sänger Ernst Busch. Egal, wie es mit Amiga wirklich weitergeht, bleiben wird ein faszinierendes Stück eigenständiger Musikgeschichte, das einst das Lebensgefühl eines Viertels der deutschen Nation geprägt hat. Bye, bye, my.